Ja, hallo meine auch in der Pandemie fleißig das Eisen schwingende Freunde. Wir haben heute ein weiteres Video und zwar gibt es heute die erste Trainingseinheit von zu Hause. Ich habe euch ja versprochen, euch da so ein bisschen mitzunehmen, euch zu zeigen, wie ich das Ganze aktuell aufsetze und das Ganze natürlich in Kombination mit meinen Ideen bzw. Meinungen zu den verschiedenen Setups, wie man jetzt zum Beispiel Brustworkout, Pushworkout, Oberkörper, Unterkörpertraining etc. zusammenklimmen sollte. So, jetzt wird es hier gerade ein bisschen stürmisch auf dem Balkon. Ich hoffe, man kann mich dennoch verstehen. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir quasi meine Trainingseinheiten durchgehen werden, so wie ich sie jetzt für zu Hause strukturiere, mit meinem kleinen Mini-Balkon-Stemmkeller. Mit der Langhantel, mit ein paar Kurzhanteln und Resistance-Bändern, die ich aktuell habe. Ich warte auch noch auf eine Klimmzugstange, beziehungsweise ist das so ein Kombigerät, wo ich auch Dips und sonst was machen kann. Ja, ein paar Zugbänder dann entsprechend auch noch, weil ich eigentlich nur zwei Resistance-Bänder habe. Ein sehr, sehr leichtes und ein relativ starkes und mir manchmal so ein bisschen der Mittelweg aus beiden fehlt. Aktuell sieht es so aus, dass ich zweimal pro Tag trainiere, einfach aufgrund der Spontanität oder des Spontanitätszuwachses, den ich aktuell erfahre, dadurch, dass ich entsprechend den ganzen Tag zu Hause bin und mir das dann ein bisschen eigener aufteilen kann. Also ich habe nicht die Wegzeiten, hat natürlich den Vorteil, dass ich hier ein bisschen Zeit einspare, bedeutet dann wiederum, dass ich zum Beispiel meinen Push-Workout Brust, Schultern, Trizeps aufsplitte in der Form, dass ich in der ersten Einheit Brust mache, zum Beispiel morgens oder mittags und dann entsprechend abends die zweite Einheit. Das bedeutet dann das Schulterworkout zusammen mit Trizeps. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Wenn man natürlich beides zusammen macht, hat man natürlich eine gewisse Vorermüdung, kann vielleicht nicht das wegstemmen, was man wegstemmen könnte, wenn man eine entsprechende Pause hätte. Wenn man das Ganze natürlich in zwei Workouts aufsplittet, kostet das insofern Zeit, dass man erstmal wieder den Hobel so langsam anwerfen muss, also erstmal ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen muss, sich warm machen muss, was wiederum auch Zeit kostet, aber das ist im Prinzip die Wegzeit, die ich sonst habe. Und ich persönlich finde es eine sehr, sehr angenehme Variante, die ich aktuell mal ausprobieren möchte. Demnach gehen wir erstmal auf den ersten Part ein. Also mein Brusttraining sieht aktuell so aus. Dadurch, dass ich halt entsprechende Bank habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, Bankdrücken zu machen. Und wer da die Möglichkeit hat, Bankdrücken zu machen, der sollte es auch insofern nutzen. Man hat natürlich die Variante, wenn man entsprechend genug Gewichte hat und Kurzhanteln, entsprechend auch Kurzhantelbankdrücken zu machen, würde ich persönlich auch mit integrieren, wenn ich genug Gewichte hätte. Aber da ich nicht genug von denselben Scheiben habe, also ich habe nur ein Paket 15er, ein Paket 10er und das andere sind alles kleinere Klimbimse, muss ich natürlich schauen, wie ich genug Gewicht zusammenbekomme. Und das wäre es halt einfach nicht im Kurzhantelbereich, wenn ich da dann entsprechend mit 20 Kilo rumorgel und deswegen packe ich lieber alles zusammen auf eine Langhantel und mache dann hier meine Flachbank-Varianten bzw. meine Schrägbank-Varianten. Das bedeutet explizit, dass ich das eine Workout mit Flachbankdrücken beginne und das andere Workout entsprechend mit Schrägbankdrücken. Also ich mache das immer so ein bisschen im Wechsel. Natürlich muss man sagen, wenn man wenig Gewicht zur Verfügung hat, macht es ja mehr oder weniger auch Sinn, dann gegebenenfalls mit Schrägbankdrücken zu beginnen, weil ich sag mal, 99% der Leute sind schwächer im Schrägbankdrücken, sollten es zumindest sein. Und dann hat man natürlich die entsprechende Vorermüdung, kann vielleicht nicht mehr das leisten beim Bankdrücken, was man leisten würde, wenn man es als erste Übung verwenden würde. Da ich in beiden Geschichten noch so ein bisschen mit meiner Schieflage zu tun habe, also die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wird wahrscheinlich der Großteil sein, die wissen auch, dass ich schon immer oder schon lange mit so einer Schieflage in den Schultern zu tun habe und da kein gerades Bankdrücken hinbekomme und ich wollte jetzt einfach die Zeit nutzen, um da auch sowohl im Schrägbankdrücken als auch in der Flachbankvariante das Ganze so ein bisschen auszubessern. Das hat damit zu tun, dass die eine Schulter immer ein Stück weiter vorsteht und immer ein Stück weiter oben hängt, egal wie sehr ich meine Schulterblätter nach hinten ziehe und runterdrücke oder sonst was. Da muss ich so ein bisschen
rumspielen und auf der einen Seite das Ganze ein bisschen stärker zurückziehen und runterdrücken, auf der anderen Seite ein bisschen mehr Lat anspannen und dann kann sich das gegebenenfalls ein bisschen ausgleichen. Da muss ich noch ein bisschen rumspielen, da habe ich jetzt erst vor kurzem angefangen. Dementsprechend wird das noch einigermaßen schief sein. Das habe ich natürlich immer so ein bisschen damit ausgehebelt oder das Problem damit, dass ich unilateral quasi auch an den Maschinen gearbeitet habe und da quasi beide Seiten besser voll belasten konnte, weil natürlich, man muss sagen, wenn man so eine Schieflage hat und die Stärke, die dann halt auch entsprechend ist, führt das natürlich dazu, dass eine Seite mehr Last abbekommt als die andere. Und es führt natürlich auch dazu, neben der höheren Last, dass beide Seiten unterschiedlich beansprucht werden, weil es führt halt auch entsprechend, zumindest bei mir dazu, dass ein Arm, ein Ellenbogen näher am Körper ist als der andere, was das also ein bisschen krumm und schief macht. Ja, das ist entsprechend die große Baustelle. Davon jeweils 3 bis 4 Sätze. Ich bin dann gerade noch so ein bisschen am Ausfriemeln, was meine Frequentierung angeht, weil ich ein bisschen weniger Rest machen wollte. Das bedeutet 6 Tage die Woche bzw. 7 Tage die Woche trainieren. Einfach weil ich die Möglichkeit habe und Bock drauf habe, muss ich halt auch ganz ehrlich so sagen. Und wollte schauen, wo jetzt, sag ich mal, so ein Mindestvolumen pro Trainingseinheit zum Tragen kommt und wo dann auf der anderen Seite meine Regenerationsfähigkeit das Ganze auch zulässt, beziehungsweise wie gut ich das ganze Bankgedrücke dann auch vertrage. Als dritte Übung habe ich entsprechend eine Kombination aus Kurzhantel fliegenden und quasi fliegenden mit einem Widerstandsband. Warum? Ist eigentlich relativ einfach. Meine große Kritik ja häufig an Kurzhantel Übung ist es natürlich, dass am oberen Punkt dann so der Widerstand komplett verloren geht, was natürlich im Kabelzug häufig ein starker Vorteil ist. Ne? Man muss natürlich sagen, ein Resistance Band, das ist so ein bisschen die Fehldarstellung, die meines Erachtens hier auch so ein bisschen im Social Media Bereich aktuell hochkommt, ist nicht gleichzusetzen mit einem Kabelzug, weil natürlich im unteren Punkt die Spannung deutlich geringer ist, ne? Deutlich geringer. Also die höchste Spannung, die wir mit so einem Resistance Band ja quasi gewährleisten können, ist halt im oberen Punkt der Ausführung. Und damit gewinnen wir quasi das Beste aus beiden Welten. Also wir haben nicht mehr am oberen Punkt den kompletten Spannungsverlust bei den Kurzhanteln, sondern hier kommt die Spannung des Widerstandsbandes zum Tragen. Und wenn wir nach unten gehen, haben wir natürlich einen deutlichen Spannungsverlust vom Widerstandsband. Aber dann kommen die Kurzhanteln halt voll zum Tragen, so dass wir über die gesamte Übungsausführung auch eine Spannung oder einen Widerstand für die Brustmuskulatur haben. Und das macht diese Übung meines Erachtens deutlich effektiver. Macht's im Prinzip auch deutlich effektiver als lediglich die Ausführung mit dem Widerstandsband. Dann könnte man natürlich argumentieren, dass man im unteren Punkt deutlich schwächer ist und dadurch halt die höhere Spannung im oberen Punkt haben will. Für mich persönlich ist es die zu bevorzugende Variante mit eben dieser Kombination. Ob man sich jetzt ein stärkeres Widerstandsband nimmt und leichtere Kurzhanteln oder entsprechend schwerere Kurzhanteln und entsprechend ein leichteres Widerstandsband, das sei dann mal jedem selbst überlassen. Für mich reicht jetzt persönlich das leichte Widerstandsband in dem Fall und bin da persönlich auch ganz zufrieden mit und werde das auch weiter so handhaben. Ich habe hier 2 Varianten durchgeführt. Einmal habe ich das Ganze an der Bank selbst befestigt, was jetzt die nicht ganz so optimale Variante meines Erachtens wäre, weil eben der Zug von unten kommt. In der zweiten Variante, wo ich das Ganze so ein bisschen an einer Handscheibe befestigt habe, weil der Zug entsprechend von außen kommt, ähnlich wie beim Kabelzug. Also diese Variante werde ich auch definitiv so weiter mit integrieren und die Befestigung quasi an der Hantelbank außen vor lassen. Wo wir gerade bei der Kombination aus Kurzhanteln und Resistance Bändern sind, man könnte das Ganze natürlich mit den Resistance Bändern auch entsprechend bei der Langhantel kombinieren, besonders dann vielleicht, wenn man auch nicht genug Gewicht zur Verfügung hat. Ich persönlich setze aktuell mehr auf die höhere Kadenz, also die langsamere Ausführung des Bankdrückens mit einer entsprechenden Pausierung im unteren Punkt. Das ist für mich erstmal aktuell the way to go und werde dann im Zeitverlauf schauen, ob ich dabei natürlich bleibe. Es ist natürlich alles so ein bisschen auf experimenteller Basis aktuell, aber da ich eh noch mit der Technik zu tun habe, muss ich jetzt nicht noch ein gewisses Maß an vielleicht auch Instabilität durch die Bänder mit
integrieren. Zumindest ist das aktuell meine Denke. Alternativ, wenn ihr natürlich keine Langhantel habt, kein Langhantel-Bankdrücken machen könnt, aber Kurzhanteln habt, dann macht natürlich Kurzhantel-Bankdrücken. Wenn ihr beides zur Verfügung habt, dann würde ich es ehrlich gesagt kombinieren an zwei Trainingseinheiten, einmal mit Kurzhantel-Bankdrücken, einmal mit Schrägbank Kurzhantel drücken und entsprechend die andere Variante dann entsprechend mit der Langhantel und eben eine fliegende Variante auf jeden Fall integrieren. Wenn ihr natürlich nur Bänder habt, dann ist es natürlich auch möglich nur mit einem Resistance Band. Man sollte das Ganze natürlich irgendwo auf eine solide Vorspannung bringen, durchzuführen. Dann muss ich mir halt Varianten suchen, wo ich vielleicht auch mit dem Resistance Band, also man kann auch mit dem Widerstandsband Liegestütze machen, auch in der D-Klein Variante bzw. Inklein Variante. Da muss man sich dann so ein bisschen selbst behelfen. Das wären für mich vielmehr aber die Ausweichmöglichkeiten bzw. die Varianten, die ich ans Ende des Trainings packen würde, wenn man sie auf jeden Fall integrieren will. Gerade die Widerstandsliegestütze, muss ich sagen, sind halt vielleicht eher zum Ausbrennen ganz gut, aber da kommt man in so einen hohe Rep-Ranges, wo man halt sagen muss, es ist halt sehr schwer, das Ganze so auszureizen, dass man tatsächlich da noch einen Wachstumsreiz erzeugt. Ne? Aber für die meisten, die natürlich dann wiederum nur die Bänder zur Verfügung haben oder sich nicht mehr leisten können, kostet natürlich auch alles Geld, muss man halt auch immer festhalten oder absolut keinen Platz haben, wo sich der Platz hier auch in Grenzen hält. Man muss gucken, ob man zeitweise vielleicht irgendwo was auslagern kann. Da muss man natürlich festhalten, denen geht es natürlich hauptsächlich um den Muskelerhalt und da sind definitiv die Varianten mit den Resistance-Bändern, die Liegestütze, meinetwegen auch fliegende, nur mit Resistance-Bändern, eine gute Variante, um kostengünstig seine Muskulatur im besten Fall aufrechtzuerhalten. Man muss natürlich sagen, wenn man einigermaßen fortgeschritten ist, ist es im aktuellen Stadium nicht so einfach, noch großartige Fortschritte zu erzielen. Ich bin auch der Meinung, dass das größte Ziel von den meisten von uns sein sollte, natürlich klar, intensive Trainings hinzulegen, beziehungsweise es erstmal so hinzubekommen, dass das Training auch tatsächlich intensiv ist und natürlich einen entsprechenden Reiz setzt. Aber primäre Zielsetzung ist natürlich erstmal Muskelerhalt in dieser Phase. Ich finde zwar die Aufbruchsstimmung, die sich so ein bisschen aufgetan hat, wo alle jetzt so ein bisschen der Meinung sind, ultimative Gains jetzt zu Hause zu schieben, löblich und finde auch das Mindset von den meisten gut, wirklich hart zu Hause reingehen zu wollen, da auch mehr oder weniger sehr kreativ sind von den Varianten, die sie sich zusammenbauen, sei es jetzt Squat Racks aus Bierkästen, Ladzüge irgendwo im Garten zwischen den Bäumen kreiert. Aber man muss natürlich festhalten, so ein ordentliches Equipment im Gym ist dann in der Regel wohl doch noch ein bisschen effektiver, zumindest wenn es darum geht, optimalen Muskelaufbau zu erzielen. Ich möchte natürlich nicht sagen, dass es nicht möglich ist, besonders in einigen Teilbereichen, vielleicht auch eher noch, vielleicht zum Beispiel in Armtraining, wo das Ganze ein bisschen unkomplizierter vielleicht auch ist, aber man sollte natürlich vielleicht auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also nochmal zusammenfassend, definitiv Langhantel, Kurzhantel, Bankdrückvarianten, im Optimalfall eine Flachbank und eine Schrägbankvariante und eine fliegende Variante. Für die meisten wird es wohl das Beste sein, dann entsprechend Kurzhanteln kombiniert mit dem Resistance Band zu machen, außer ihr habt natürlich einen richtig guten Zugturm zu Hause, aber wer natürlich so ein starkes Equipment zu Hause im Keller, in der Garage oder auf dem Dachboden oder sonst wo hat, der hat sowieso aktuell nicht die größten Probleme. Ansonsten natürlich alternativ mit den Widerstandsbändern, die kostengünstigere Variante, da auch Liegestütze mit Resistance-Bändern. Pascal hat da ja schon ein Video rausgebracht, wie man primär mit den Widerstandsbändern dann entsprechend ein Homeworkout hinlegen kann. Wie gesagt, für mich die optimaleren Varianten oder die besseren Varianten natürlich, wenn man sich ein bisschen was anschafft, ein bisschen investiert, muss jetzt nicht das teuerste sein. Wie gesagt, mein Equipment hier, zumindest die Bank und das Hantelset, also Langhantel mit den Gewichten, mit den Kurzhanteln, hat jetzt 270 Euro gekostet, ist leider teilweise schon ausverkauft und die Bank ist mittlerweile 20 Euro teurer.
aber man kann sich da ein bisschen was anschaffen, wenn man das vielleicht auch zukünftig verwenden kann. Mein zweites Training wird heute auf jeden Fall Schulter-Trizeps-Workout dann entsprechend sein. Ich muss schauen, ob ich das nachher abgefilmt bekomme oder ob das dann schon wieder stockduster ist. Ansonsten mache ich das definitiv in den folgenden Tagen, um euch jetzt natürlich zeitnah dann auch entsprechend mit den unterschiedlichen Einheiten zu versorgen, damit ihr vielleicht die eine oder andere Variante, Idee auch für euch zu Hause mitnehmen könnt, wollt, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Gerade wenn ihr natürlich auch passend zum Brustworkout noch weitere Ideen habt oder gute Erfahrungen gemacht habt mit spezifischen Übungen. Ich denke, dafür ist aktuell jeder von uns dankbar, weil wir alle in der gleichen Situation sind. Ansonsten natürlich den YouTube-Hashtag-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut und denkt natürlich daran, meine Freunde, es gibt weiterhin 10% mit Code Patrick bei Powerstar Food zu sparen. Damit unterstützt ihr mich natürlich, das ganze Unterfangen hier, Klimbims etc. Dementsprechend, meine Freunde, wir sehen uns im nächsten Video wieder.